Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Okay, Jens, wieder viele Sachen passiert nach dem letzten Termin und deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Moment. So, ich habe natürlich auch nochmal meine Slides hier und natürlich auch den Risikohinweis, der allerdings sich jetzt nicht so groß von dem unterscheidet, den Nelson gerade gezeigt hat. Und während ich gerade schon mal so ein bisschen einführe, so, nochmal ganz kurz hier der Aufruf, mal auf der Webseite für das Buch vorbeizuschauen, für den Monte Carlo Simulator beispielsweise oder das Trading Psychologische Profil. Wir werden heute wahrscheinlich ein sehr, sehr fundamentales Morning Meeting eben haben, fundamental Analyse dahingehend, dass wir ja gestern eine sehr, sehr interessante Rhetorik von Jay Powell zu hören bekommen haben, von dem Fed-Chairman, der im Großen und Ganzen eigentlich jetzt Zinssenkungen Tür und Tor geöffnet hat. Und ich bin mir allerdings ehrlich gesprochen nicht ganz so sicher, ob das jetzt der Haupttreiber für die gestrige Performance im DAX war. Der DAX hat sich ja schon verhältnismäßig stark eigentlich bis zum Nachmittag, als Jay Powell sich dann geäußert hat, sehr stark präsentiert gehabt. Und ja, in dem Zusammenhang ist es natürlich jetzt naheliegend irgendwie zu sagen, es ist eine lockere Geldpolitik der Fed, die dann aus sich gestellt worden ist, wobei diese eigentlich schon vom Markt längere Zeit gespielt worden ist. Nur jetzt ist es im Grunde genommen offiziell und in Ergänzung dazu, zu dem, was die Fed dort geliefert hat, ist es, oder beziehungsweise Chairman Powell geliefert hat, ist es eben auch so, dass morgen natürlich die EZB im Mittelpunkt des Geschehens steht und dort die Leitzinsentscheidung jetzt nicht besonders Neues in irgendeiner Form auf den Weg bringen wird, aber sich natürlich hier so ein bisschen die Frage stellt, in welche Richtung wird es denn hinsichtlich dieser sogenannten TLTROs gehen? Also das sind ja diese geldpolitischen Stimuli, diese Mittel, diese zweckgebundene Liquidität, die die EZB zur Verfügung stellt, um nochmal eben zu versuchen, die etwas anämische Nachfrage hier im Kreditbereich eben anzukurbeln. Problem bei der ganzen Sache ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal, dass dieses Projekt gestartet wird, also zweckgebundene Liquidität. Bis jetzt hat sie nicht funktioniert, wird auch diesmal nicht funktionieren. Davon ist jedenfalls auszugehen, selbst wenn man sie jetzt, so wie es derzeit den Anschein macht, mit einer Verzinsung auf den Markt gibt von minus 0,2%. Also das heißt anders formuliert, Banken werden im Grunde genommen hier motiviert, um zum Beispiel im Gegenwert von 100 Millionen diese TLTROs in Anspruch zu nehmen und müssen nur 99,8 Millionen zurückzahlen. Kriegen im Grunde genommen also in diesem Zusammenhang Geld geschenkt. Und das ist schon ein ziemlich dramatischer Schritt, der sich dort abzeichnet. Ja, wie gesagt, wir werden also auf diese fundamentalen Aspekte auf jeden Fall en Detail so ein bisschen eingehen wollen, um mal ein Bild zu zeichnen, auch ein mögliches Szenarientableau zu formulieren für den morgigen Tag dann ganz besonders. Zunächst einmal wollen wir aber jetzt hier ganz kurz natürlich uns dem DAX widmen und dem klassischen Ansatz wieder. Also, dass wir das auch kombiniert bekommen mit einem Live-Trading eben. Und zwar hinsichtlich der Open Range, die wir dann jetzt hier tatsächlich short traden wollen. Ich werde es heute mal rein technisch halten und wir werden einfach diesen Short Trade umsetzen. Nichtsdestotrotz ist es so, wir werden natürlich ein übergeordnetes Bild liefern und da nach gestern, besonders nachdem wir über die 11.920 gelaufen sind auf Stundenbasis, ist es auf jeden Fall einmal so, dass so ein bisschen vielleicht sogar Vorsicht, habe ich drauf geklickt? Ja, dass da so ein bisschen vorsichtig mit Short-Engagements eigentlich agiert werden sollte, wobei kurzfristig Short-Engagements in diesem überdehnten Modus vielleicht Chance-Risiko-Verhältnis technisch attraktiv anmuten. Also, wir wollen uns diesem Setup widmen mit einem Sell-Stop. Wir werden hier das Tief dieser Range shorten. Da sind wir dann bei 11.955. Das ist das Tief. Das Hoch liegt bei 94. So. Also Entry Price 11.955, Stop Loss Fixed Price 11.992 und den Take Profit, den setzen wir dann gleich ein. So, Place Order,
So, damit haben wir jetzt erstmal schon. Oh, hoppala, ich habe die. 94 ist es, Verzeihung. So, zack, da muss der Stop hin. Da kann man auch gleich mal sehen, wie cool dieses Tool hier funktioniert. Dieses Mini-Terminal, also das heißt, man kann hier den Stop-Loss auch entsprechend dann einfach im Chart über Drag and Drop im Grunde genommen verziehen. Und jetzt wollen wir Folgendes machen, nämlich da nochmal kurz draufklicken und das Verhältnis, in dem wir hier den Take-Profit setzen, liegt ja bei 2 zu 1. Also das heißt, etwas anders formuliert, wenn wir hier bei 40 Punkten, also Pips, liegen, dann gilt es eben entsprechend hier das Doppelte zu wählen, also 80, dass wir bei 2 zu 1 sind und dann setzen wir den Take Profit. So, man kann hier sehen, so war es jetzt möglich, im Grunde genommen relativ zügig und ohne große Umschweife erstmal die Order zu platzieren, Stop entsprechend zu verschieben, selbst wenn er nicht punktgenau auf der oberen Range eben tatsächlich liegt und dann entsprechend den Take Profit auch einzufügen. Dieses Add-on ist runterladbar, soweit ich weiß, auf der Webseite von FX Flat. Also das heißt, es ist kostenlos auch für diejenigen, welchen die hier den MetaTrader von FX Flat eben nutzen. Und empfehle ich auf jeden Fall. Also alleine wegen diesem Mini-Terminal eben, das ist eine echt coole Sache, das ist eine super Erweiterung zu dem Standard-MetaTrader. Ich persönlich bin ja, soweit die ein oder andere das vielleicht weiß, ich bin ja eigentlich jemand, der primär die Systeme, also systembasiert im Grunde genommen die Orders in den Markt gibt und dann in diese automatisch generierten Handelssignale diskretionär interveniert. Also das hört sich ein bisschen kompliziert an, also wenigstens komplizierter, als es eigentlich ist. Einfach, wenn man diesen Ansatz jetzt hier, diese drei Schritte, die wir da durchlaufen, im Grunde genommen festlegen der Range zwischen 8 und 9:05 Uhr, das sind diese zwei rotfarbenen Linien, da gucke ich mir das Hoch und Tief an, dann gucke ich mir an, wo liegen wir in Relation zu dieser blaufarbenen Linie, das ist der EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, handeln wir drüber, handeln wir nur Ausbrüche auf der Oberseite aus dieser Range, die wir vorher definiert haben, handeln wir drunter, handeln wir nur Ausbrüche auf der Unterseite, und dann ist es eben entsprechend so, dass der Stop entsprechend gesetzt wird auf dem Hoch der Range und dort ist es dann eben in dem klassischen Szenario, dass wir mit einem CRV von 2 zu 1 arbeiten. Also das heißt, wenn das Risiko jetzt in dem Fall zum Beispiel 40 Punkte ist, dann arbeiten wir mit einem Ziel auf der Unterseite von 80 Punkten eben, oder beziehungsweise auch auf der Oberseite, je nachdem, ob ein Long- oder Short-Signal eben generiert wird. So, und jetzt kann man sich schon anhand dieses Regelwerks vorstellen, dass das auch relativ einfach automatisierbar ist, eben tatsächlich. Also das heißt, du kannst dir über den MetaTrader dort einen Expert-Advisor programmieren, der dir diese Handelssignale automatisch umsetzt, also die Order eben so, wie wir sie jetzt manuell eingegeben haben, automatisch eben eingibt. Und jetzt kommt eben dieser, ich nenne ihn jetzt mal diskretionären Touch in meinem Trading. Ich weiß, dass dieser Ansatz, dieses Regelwerk, was ich gerade formuliert habe, dass das einen positiven Erwartungswert hat. Also sprich, dass das profitabel ist. Und was ich dann mache, ist im Endeffekt, ich versuche durch meine Interventionen, beispielsweise eben meine Erfahrung, durch meine Analyse dann auf der übergeordneten Zeitebene, wir sind jetzt auf der 5-Minuten-Ebene, ich schaue mir eben zum Beispiel den Dominator an, schaue mir in diesem Zusammenhang an, wo sind wir dort, wo traden wir markttechnisch betrachtet jetzt, also sind wir zum Beispiel in den Wirkungsbereich vorgestoßen, oder sind wir im Ursachebereich unterwegs, da kann ich gleich vielleicht noch eine kleine Grafik zu zeigen, und handle das dann entsprechend. Also entweder aggressiver oder eben defensiver, je nachdem, ob wir eben dem Ursache- und im Wirkungsbereich eben entsprechend traden. Und dann ist es eben auch so, dass ich zum Beispiel jetzt hier gestern, da war so ein klassisches Beispiel eigentlich bei dieser dramatischen Aufwärtsbewegung, wenn du dann merkst, dass der Markt hier Momentum aufnimmt, ja, dass es dann eben durchaus sinnvoll sein kann, das Take-Profit-Level eben nach oben zu verschieben, beziehungsweise von einem vorher festgelegten Take-Profit auf einen Trailing-Stop umzuswitchen. Also Trailing-Stop in diesem Fall wäre zum Beispiel in meinem Fall, dass dann der Markt via Supertrend gemanagt würde. Also das heißt, ich würde dann eben von dem vorher fixen Regelwerk, was mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 arbeitet, würde dahingehend abweichen, dass ich versuchen würde, einen Großteil der gestrigen Bewegung dann dahingehend zu kapitalisieren, dass ich eben mit einem Trading-Stop arbeite. Und ich schau mal kurz, ich habe, glaube ich, aber den Supertrend hier drin, oder? Mal gucken. Habe ich ihn hier drin? Habe ich ihn hier drin? Ja, da ist er. So, zeig das mal ganz kurz. Multiplier 3,14 2,618. So, okay.
So, also da wäre es dann jetzt gestern eben zum Beispiel so gewesen, dass ich dann nicht hier mit einem Take-Profit-Level gearbeitet hätte im Verhältnis 2 zu 1, sondern dass ich eben versucht hätte, mit dieser grünfarbenen Linie mir einen Großteil dieser Aufwärtsbewegung eben herauszuschneiden. Und dadurch wäre gestern nochmal ein Profit von zusätzlichen 50, 60, 70 Punkten eben tatsächlich realisiert worden. Und was das natürlich das Ziel ist bei dieser Herangehensweise, wie ich auch jetzt immer auf den Schluss komme, eben tatsächlich dann auf einen solchen diskretionären Exit eben abzuzielen. Und die Sache ist eben tatsächlich die, dass mein Ziel dabei ist, natürlich den sowieso schon positiven Erwartungswert der Strategie langfristig nochmal zu optimieren, zu verbessern, zu vergrößern und eben nochmal eine zusätzliche Rendite eben im Grunde genommen herauszuarbeiten. Sowohl dann eben entsprechend bei gewinnbringenden Positionen den Gewinn zu steigern, beziehungsweise bei Verlusten entsprechend zu intervenieren und eben kleiner als normalerweise zu erwartende Verluste eben beispielsweise über Techniken wie Scale-Out und dergleichen zu generieren. Und alles in allem zielt es darauf ab, im Grunde genommen die Equity-Kurve zu glätten. Also das heißt, den sowieso schon positiven Erwartungswert, das Streben der Equity-Kurve von links unten nach rechts oben nochmal zu optimieren und eben eine glattere Equity-Kurve dahingehend zu bekommen, dass man eben, wenn Ausschläge sieht, die größtenteils auf der Oberseite stattfinden und eben Drawdowns potenziell nochmal abgefedert werden durch solche Interventionen. So, und ja, das also jetzt, den können wir jetzt wieder rausnehmen hier. Na? So, das einfach nur mal so als Idee, wie mein Handel aufgebaut ist. Also das bedeutet etwas anders formuliert, mein Trading ist im erweiterten Sinne dann semi-automatisiert, kann man eben tatsächlich sagen. Und demnach spielt diskretionäres Trading keine wirklich große Rolle. Aber wenn ich die Order diskretionär aufgebe, wie gesagt, dann funktioniert das mit diesem Mini-Terminal zum Beispiel relativ gut. Ja, also der MetaTrader selbst ist so ein bisschen altbacken, aber dieses Add-on, was man da draufsetzen kann, ist eigentlich ein relativ cooles Tool, was eben tatsächlich dann auch kostenlos zur Verfügung steht und was eben dort das Trading, wenn es dann diskretionär stattfindet, nochmal ein bisschen einfacher von der Hand gehen lässt eben tatsächlich. So, ja, das also zum DAX und mehr gibt es jetzt tatsächlich aktuell auch nicht wirklich zu sagen. In der Tat ist es so, dass das jetzt hier bezogen auf das Trading die Order gefüllt wird und dann hoffentlich einen Profit generiert der Trade. Wenn nicht, dann ist es einer von vielen Trades, ja, der eben nicht profitabel wäre, wo dann aber unterm Strich über zum Beispiel das Auszahlungsverhältnis unterm Strich dann noch ein positives Ergebnis generiert wird. Schön wäre natürlich, wenn dieser Trade hier ein po Also wenn er positiv verlaufen würde, selbstverständlich. Die Chancen für einen Short Trade, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu der Analyse, für den DAX, für den heutigen Tag, nach dem gestrigen, ich muss ehrlich sagen, also Short ist gewagt aktuell vor dem Hintergrund dieser Performance, die wir gestern hier hingelegt haben. Ich will übrigens mal ganz kurz Folgendes machen. Ich will mal hier diese Linie rausnehmen, um das ein bisschen aufzuräumen. Also wir haben gestern ja hier eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung zu sehen bekommen, die uns über dieses Hoch hier, also eigentlich auch diesen Bereich eigentlich schon hier 11.800 Punkte, da haben wir dann begonnen, eine Sequenz steigender Hochs auszubilden, wobei das allerdings erstmal bis in den Bereich um 11.920 Punkte nichts weiter war als eben eine sehr, sehr weit vorangeschrittene Regression auf diese Sequenz hier, fallende Hochs, fallende Tiefs, die wir dort ausgebildet hatten. Und diese Bewegung gestern, also und auch dieses starke Momentum, was wir, wie gesagt, auf den Weg gebracht hatten. Ich hatte gestern im Morning Meeting schon so eine Andeutung gemacht. Also in der Tat war es so, ich hatte am Montag eine Analyse schon für den DAX für Dienstag vorbereitet. Und ich hatte, als ich die dann abends eingestellt habe, hatte ich schon so ein Gefühl, wo ich mir dachte, ob Short wirklich so eine gute Idee ist aktuell. Also als wir am Montag eben hier in die Handelswoche starteten wir ja mit Abschlägen im Bereich um 11.600 Punkte. Übrigens nur, um das mal einzuordnen, warum dieser Bereich ganz interessant war. Diese violettfarbene Linie hier, die habe ich schon seit geraumer Zeit immer mal wieder auf dem Schirm, auch als potenzielles Ziel. Das ist die 200-Tage-Linie. Und ich hatte gesagt, wenn wir unter 11.800 Punkte laufen sollten, dann ist es so, dass ich diesen Bereich um 11.620 ungefähr als potenzielles Ziel erstmal sehe, als Orientierung auf der Unterseite, weil in diesem Bereich nämlich ungefähr die 200-Tage-Linie
Linie verläuft, auf der Tagesbasis also. Und ich mir vorstellen könnte, dass ein Retest dann hier stattfindet. Und so sollte es auch tatsächlich sein. Also in diesem Bereich sind wir nahezu fast punktgenau hineingelaufen. Es wurde dann kein weiteres Abwärtsmomentum aufgenommen. Montag war jetzt allerdings auch so ein leicht durchwachsener Handelstag insgesamt. Einer der Gründe, warum Montag verhältnismäßig durchwachsen war für den DAX, war mit Sicherheit auch, dass der sogenannte FANG-Block sich relativ schwach präsentiert hat. Also mit FANG bezeichnet man diesen Block aus Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google. Und diese haben verhältnismäßig schwach performt. Ganz besonders Facebook hat durch die Ankündigung ja einer, was war das, Prüfung oder sowas, also auf jeden Fall einer vielleicht sich abzeichnenden strikteren Regulierung hier, hat massiv verloren, hatte, glaube ich, 7%, hatte ein Kursminus von 7%. Ich hatte gestern dann auch im Morning Meeting schon mal gezeigt, also rückblickend auf Montag dann, warum das eine ziemlich imposante, also imposant vielleicht nicht, aber zumindest eine sehr, sehr stabile Performance der Aktienindizes war. Wir haben einen Anteil dieses FANG-Blocks, dieses Aktienpaket, so nenne ich es jetzt einfach mal, diese Einzeltitel am MSCI World von fast 10%. Und das ist also ziemlich massiv, ehrlich gesprochen. Und die Performance dieser Aktien gibt eine relativ gute Indikation eigentlich auch über die Gesamtverfassung des Marktes. Und jetzt hatten wir, wie gesagt, eine recht schwache Performance, die wir hier hingelegt hatten, rund um Facebook beispielsweise. Und trotzdem haben sich die Aktien verhältnismäßig stabil präsentiert. Und das war so ein Indiz, wo ich mir dachte, also wenn wir jetzt kein starkes Momentum zur Eröffnung aufnehmen, also gestern, zur gestrigen Markteröffnung, dann habe ich das Gefühl, könnte das vielleicht der Beginn einer recht starken Aufwärtsbewegung eben tatsächlich auf der Oberseite sein. Und so sollte es dann gestern auch tatsächlich kommen. Natürlich ist mit Rückeroberung dann auch der 11.800er Mark und das Überlaufen dieses potenziellen Short-Triggers, also ehemalige Tiefs, hier ist dann nochmal Dynamik aufgekommen. Und ja, wir haben es dann eben tatsächlich auch geschafft, eben entsprechend hier diesen Bereich zurückzuerobern, damit diese Abwärtsstruktur eben tatsächlich zu unterbrechen, mindestens. Man darf sogar legitim sagen, die ist gebrochen bei diesem Überschreiten jetzt. Nichtsdestotrotz ist es eben tatsächlich so, dass der eine oder andere vielleicht sagen wird, solange wir unterhalb hier von 12.120 Punkten ungefähr traden, ist eigentlich noch nicht wirklich viel gewonnen. Also das Bild ist ja jetzt noch nicht bullish geworden. Wir haben es sicherlich ein bisschen aufgehellt. Es ist von bearish auf neutral vielleicht geswitcht. Aber nichtsdestotrotz natürlich bei dieser gestrigen Bewegung, also nur um es einzuordnen, ich habe hier unten auch den durchschnittlichen Tagesindikator. Die gestrige Handelsspanne lag bei 290 Punkten, also vom Tagestief zum Tageshoch eben tatsächlich. Die durchschnittliche Handelsspanne der letzten 5 Tage lag hier bei rund 200 Punkten. Also das heißt, die gestrige Handelsspanne war in diesem Fall dann eben offensichtlich um 100 Punkte größer. Und das liegt auch ungefähr im Durchschnitt, die letzten 5, die letzten 10, die letzten 20 Tage, ungefähr so im Bereich 180 bis 200 Punkten. Also gestern, der gestrige Tag auf der Oberseite ist doch sehr, sehr stark überdehnt zu betrachten in Relation zur Handelsspanne der jüngeren Vergangenheit. Und demnach ist es eben dann legitim so, dass man dort durchaus sagen darf, der Modus nach oben ist doch sehr stark überdehnt und eine Korrekturbewegung scheint durchaus einzukalkulieren, zumindest kurzfristig. Ob die jetzt dann tatsächlich einen Großteil dieser Aufschläge hier korrigiert, darf vor dem Hintergrund der morgen anstehenden EZB-Leitzinsentscheidung und auch der Rhetorik, die Jay Powell gestern dort angeschlagen hat, die eigentlich eher für eine geldpolitische Lockerung spricht und eigentlich eher positiv für Aktien ist, darf ein bisschen bezweifelt werden. Aber nichtsdestotrotz, vor dem Hintergrund der Schwankungsbreite eben, also Volatilität, die wir dort jetzt zu sehen bekommen haben, scheint nach oben zunächst einmal vielleicht auch so ein bisschen erstmal die Luft raus und eine Korrekturbewegung einzukalkulieren. Das, was jetzt natürlich in diesem Zusammenhang für unseren Trade relativ günstig wäre, wäre, dass wir nicht nur hier zurücksetzen in den Bereich um das gestrige potenzielle Ausbruchlevel um 11.920 Punkte, sondern vielleicht auch ein bisschen tiefer korrigieren. Dafür müssen wir mal schauen, ob solches Momentum eben tatsächlich dann aufgenommen wird. Tatsächlich ist es jetzt so, der Trade ist jetzt short getriggert worden. Hier können wir es sehen. Ja, es wäre auf jeden Fall einmal angebracht, meiner Meinung nach, im Bereich um 11.920 Punkte mal zu schauen, wie der Markt reagiert. Wenn da kein weiteres stärkeres Momentum aufgenommen wird,
müssten wir natürlich erstmal auch in diesem Bereich vorstoßen, davon jetzt mal ganz abgesehen. Aber sollten wir in diesem Bereich uns stabilisieren, könnte sich vielleicht auch anbieten, schon aggressiver mit dem Stop zu werden. Also mindestens den Stop dann hier aggressiv auf Break-Even nachzuziehen, weil dann eventuell dieser Trade eher zum Scheitern verurteilt ist. Sollten wir jetzt, wie gesagt, Momentum aufnehmen, beziehungsweise der Trade zum Scheitern verurteilt ist dahingehend, dass er eben Schwierigkeiten haben dürfte, in den Take-Profit-Bereich vorzustoßen. So, ja, das wäre es also dann für die Analyse rund um den DAX gewesen. Und dann wollen wir eben, wie gesagt, uns mal der fundamentalen Gesichtspunkten eben tatsächlich derzeit widmen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. So, Moment, das ist meine Webseite. Was wollte ich zeigen? Zunächst einmal das hier wollte ich zeigen, nämlich das FedWatch-Tool. Das ist die Wahrscheinlichkeit, mit welcher wir eine Zins oder mit welcher der Markt den Zins auf welchem Niveau erwartet. Und das gibt, wie gesagt, eine Möglichkeit, sich über die Chicago Mercantile Exchange, also das heißt den Terminmarkt, sich das anzuschauen. Und hier oben sieht man dann eben jetzt zum Beispiel für die Juni-Sitzung in 2 Wochen stattfindend, was erwartet der Markt am wahrscheinlichsten seitens der Fed hier. Und wenn man dann diese Balken sich anschaut, dann sieht man eben hier das Zinsniveau, was der Markt eben dort erwartet. Also das heißt die Zinspolitik, 225 bis 250 Basispunkte, das ist das aktuelle Zinsniveau der Fed. Das ist hier schraffiert dargestellt, das heißt mit einer Wahrscheinlichkeit von aktuell 81% erwartet der Markt erstmal keine Zinssenkung seitens der Fed. Das switcht aber dann schon relativ dramatisch auf Juli zum Beispiel. Das ist kein Live-Event übrigens. Also das ist schon mal sehr beeindruckend. Da sind wir dann nämlich schon bei 60%, wo eine Zinssenkung erwartet wird, trotz der Tatsache, dass es kein Live-Event ist. Für September sieht der Markt eben tatsächlich schon, habe ich jetzt drauf geklickt? So, für September sieht der Markt eben tatsächlich schon eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte mit über 90%. Also man sieht hier schraffiert, da sind wir nur noch bei 8%. Das heißt also, der Markt erwartet jetzt schon bereits für September mindestens einen Zinsschritt. Tatsächlich sogar sieht der ein oder andere eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, also 0,5%, in Reaktion auf die sich abzeichnende potenzielle Rezession, die wir eben in den USA sehen. Sicherlich auch begünstigt durch den Handelskonflikt. Wir haben schon bereits am Montag erste Zahlen zu sehen bekommen, dem ISM Manufacturing. Den sage ich jetzt auch ganz bewusst, den hole ich ganz bewusst jetzt hier, mache ich den zum Thema, weil heute nämlich auch Wirtschaftszahlen hier anstehen, und zwar der Non-Manufacturing. Ja, und zwar dort um 16 Uhr, Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen. Also Service beziehungsweise eben den Non-Manufacturing-Bereich. Und zuvor bereits die ADP-Zahlen. Freitag haben wir die Non-Farm-Payrolls. Wir haben am Montag für das verarbeitende Gewerbe bereits haben wir einen Datensatz zu sehen bekommen, der, jetzt muss ich das ganz kurz einordnen, das niedrigste Reading war seit Oktober 2016. Glaube ich. Ich müsste jetzt in meiner Twitter-Datei nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall war es der schwächste Datensatz in der, also punktweise im Einkaufsmanager-Bereich, seitdem Donald Trump als US-Präsident eben im Amt ist. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Datensatz, der da veröffentlicht worden ist, tatsächlich noch gar nicht die potenziell negativen Effekte für eine Eskalation im Handelskonflikt mit einzieht. Also die Eskalation dort fand ja erst gegen Mitte, Ende letzten Monats statt, also wo sich abzeichnete, dass keine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China eben gefunden werden konnte. In Folge kamen dann die Sanktionen eben zum Beispiel für den Elektronikriesen Huawei ja zum Beispiel, den chinesischen und dergleichen, die jetzt natürlich Sorgen forcieren, wonach auch entsprechende Gegenmaßnahmen zum Beispiel für Softwareunternehmen aus den USA, ganz besonders eben aber auch zum Beispiel Mobilfunkanbieter oder Elektronikgiganten aus den USA, wie zum Beispiel Apple, eben sich abzeichnen könnten. Also anders formuliert, dieser Einkaufsmanager-Index, dieser ISM Manufacturing-Datensatz, der sich jetzt bereits deutlich eintrübend zeigt und ein abschwächendes Wirtschaftswachstum suggeriert, der bezieht noch nicht eine Eskalation im Handelskonflikt mit ein und zeigt sich jetzt bereits eben
auf dem, ich nenne es jetzt mal, absteigenden Ast. So kann man es vielleicht ganz gut bezeichnen. So, und das bedeutet jetzt etwas anders formuliert, dass eben dieser Handelskonflikt nochmal zusätzlich negative Impulse eben für die Wirtschaft liefern dürfte, tatsächlich. Und die Fed, so zumindest gestern die Rhetorik von Jay Powell natürlich, beobachtet das wohl ganz genau und man hat in diesem Zusammenhang eben dann und ist auch bereit, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, so wie Paul das gestern kommunizierte, und hat im Grunde genommen infolgedessen halt Zinssenkungen Tür und Tor geöffnet. Also das heißt, im Endeffekt hat der Markt im Grunde genommen jetzt eigentlich nur noch darauf gewartet, dass da eine entsprechende Rhetorik von Jay Powell eben über den Ether läuft. Das ist gestern dann tatsächlich geschehen und das spiegelt sich eben dann auch entsprechend hier im Fed Watch Tool bereits wieder. Und das bedeutet natürlich jetzt was ganz Interessantes, denn diese Erwartungshaltung seitens des Marktes, dass es dort zu einer Zinssenkung kommt, bedeutet natürlich auch, dass der Markt bereits beginnt, jetzt aggressiv solche Zinssenkungen einzupreisen. Das zeigt sich ganz besonders im Zinsmarkt generell. Und zwar hier sehen wir die Entwicklung 10-jähriger US-Zinsen. Die habe ich jetzt mal hier eingefangen. Ich zeige das mal ganz kurz für die letzten 3 Jahre, damit man das auch mal einordnen kann, was für eine dramatische Entwicklung wir jetzt gesehen haben. Tatsächlich sind die Abschläge, die wir im Zins gesehen haben, vergleichbar nur noch mit jenen Entwicklungen, die wir rund um die Finanzkrise 2008 zu sehen bekommen haben. Also nur, dass man das mal einordnen kann, was der Markt aktuell hier eben tatsächlich erwartet. Ja, also das ist ein ganz, ganz klares Warnsignal und da kann sich auch Donald Trump hinstellen oder sein Finanzminister Mnuchin oder auch sein Chief Economic Advisor Kudlow und die können erzählen, wie toll die US-amerikanische Wirtschaft ist. Unterm Strich ist das, wie die US-Wirtschaft einzuschätzen ist, das, was am Markt eben kommuniziert wird und diese Kommunikation spricht eine sehr deutliche Sprache. Die zeigt nämlich, dass es mit den USA zeitnah eher in Richtung einer Rezession gehen dürfte, was natürlich auch grundsätzlich dann Sorgen aufkommen lassen dürfte, ob denn geldpolitische Stimuli zum Beispiel wirklich positiver Natur für die Aktienmärkte werden. Also per se ist ja jetzt gerne, und das hat sich über die letzten Jahre auch zu Recht ja etabliert, der Gedanke gewesen, mehr Liquidität, die seitens der Notenbank zur Verfügung gestellt hat, sollte theoretisch ja eigentlich dann oder folgerichtig, so nicht theoretisch, sondern folgerichtig in steigenden Aktienkursen resultieren. Das war auch so weit nachvollziehbar, als dass natürlich tatsächlich auch eine Art Wirtschaftsaufschwung dann verzeichnet werden konnte. Jetzt ist nur das Problem, wir sehen eine geldpolitische Lockerung in ein sowieso schon sehr stark geldpolitisch gelockertes Umfeld. Und haben allerdings nicht diese positiven Wirtschaftsaussichten. Also, dass sich jetzt zum Beispiel da noch in irgendeiner Form der Arbeitsmarkt günstiger entwickelt oder sonst dergleichen, sondern wir sehen eben tatsächlich dann geldpolitische Stimuli in eine Rezession beziehungsweise in auch ein Umfeld, in welchem zum Beispiel die Gewinne und Margen für Unternehmen beginnen zu schrumpfen. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo dann meiner Einschätzung nach, es bleibt sicherlich noch abzuwarten, kurzfristig eventuell positive Effekte für Equities sich abzeichnen könnten. So zum Beispiel jetzt auch gestern, potenzieller Treiber findet sich ja auch durchaus in der Rhetorik seitens der Fed. Aber längerfristig sehe ich nicht zwangsläufig, dass auf mehr geldpolitischen Stimulus seitens der Notenbanken, seitens der Fed, seitens der EZB, dass infolgedessen jetzt auch tatsächlich Aktien steigen. Also das sehe ich tatsächlich noch nicht. Sondern könnte mir vorstellen, dass das nur in der Lage ist, einen potenziellen Absturz oder schärferen Rücksetzer im Aktienbereich höchstens abzufedern, eventuell. Gut, also auf jeden Fall, wie gesagt, wir sehen hier schon jetzt seit im Grunde genommen Oktober letzten Jahres, wo wir um 3,3% eben noch notierten auf 10 Jahre, dass wir mittlerweile hier 100, 120 Basispunkte unter diesen Niveaus eben tatsächlich traden, also 1,2 Prozent, also 120 Basispunkte niedriger notieren. Ich glaube, das ist die korrekte Formulierung in dem Zusammenhang. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass das eine geldpolitische Lockerung seitens der Fed schon deutlich zeigt. So, und jetzt ist natürlich, wie gesagt, die Überlegung kurzfristig, der Markt beginnt das einzupreisen. Heißt, jede positive Überraschung, die wir jetzt wirtschaftsdatentechnisch sehen, ist dann auch in der Lage, kurzfristig auf jeden Fall für den US-Dollar mal ein bisschen Rückenwind oder Stabilisierung auf jeden Fall auf den Weg zu bringen. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine erste Interpretation auf die anstehenden Wirtschaftszahlen heute oder auch dann am Freitag auf die Non-Farm Payrolls.
die ich hier eben sehen würde. Also das heißt, jeder Datensatz, der besser als erwartet veröffentlicht wird, ist kurzfristig in der Lage, den US-Dollar zu stabilisieren und eben, wie gesagt, Korrekturbewegungen zu initiieren. Zum Beispiel, und dann gehen wir mal kurz auf den, okay, der Trade ist jetzt schon raus hier, sind ausgestoppt worden, ja. Die Bewegung, wir sind eingestoppt worden und jetzt sind wir gerade aus dem Trade rausgeflogen. Ja, das ist dann für den Trade eben tatsächlich schon gewesen. Also das heißt anders formuliert, wenn wir jetzt mal auf den Euro-US-Dollar zum Beispiel schauen, wäre in diesem Zusammenhang aktuell das Marktumfeld neutral einzuschätzen, aber mit einer derzeit Aufwärtstendenz auf jeden Fall, also die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung zurück in Richtung der 1,13er Region scheint hier wahrscheinlich, ja, muss man ganz klar sagen. Und die Überlegung wäre jetzt, dass man auf positive Zahlen das ist ganz interessant. So. Interessant. So, also, dass man eben einen Moment, ich muss mir jetzt ganz kurz hier klicken. Also, wer gerade aufgepasst hat, hat gesehen, dass da oben mehrere Button angeklickt waren, aus welchen Gründen auch immer. Also, dass da die Devise lautet, buy the dip in diesem Zusammenhang. Ja, bezüglich des Euros, also sprich Rücksetzer zum Beispiel auf den Bereich um 1,12, 20, 12, 00, 12, 20, so diesen Bereich, dass das eben ein potenzieller Long-Trigger wäre. Was im Zusammenhang mit dem Euro natürlich problematisch, in Anführungsstrichen problematisch ist, ist die Aussicht auf die morgige EZB-Leitzinsentscheidung. Ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob ich hier wirklich auf einen positiven Datensatz den Euro zum US-Dollar-Long handeln wollen würde oder ob ich nicht eher mich dann auf Märkte konzentriere, die eher eine stärkere Zinssensitivität haben, wo sich auch meine Einschätzung besser widerspiegeln. Und das ist ganz besonders für den Dollar, japanischen Yen oder auch zum Beispiel für Gold der Fall, für den Euro gar nicht mal so sehr. Bevor wir jetzt gleich zum Euro kommen, wie gesagt, zunächst mal der Blick dann, wie gesagt, auf Märkte, die sich hier wohl besser eignen dürften, auf wenn positive Daten aus den USA veröffentlicht werden für Gegenbewegungen infolge der Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. Also sprich zum Beispiel Dollar, japanischer Yen. Wir haben gestern schon bereits gesehen, wir sind kurzzeitig unter die 108 gerutscht. Und ja, also das ist eine jetzt relativ klar abzeichnende bärische Struktur. Rücksetzer in jenen Bereich hier um 109 beispielsweise, 139, das ist, sehe ich zum Beispiel als potenziellen Short-Trigger mit einem Stop oberhalb der 110,70 ungefähr, mit dem Ziel, dass es dann über kurz oder lang eben eine Bewegung gibt, die uns in Richtung der Flash-Crash-Tiefs aus dem Januar führt. So, Moment, machen wir blau. Also solch eine Bewegung wäre das von mir favorisierte Szenario. Also solch eine, wie gesagt, Gegenbewegung primär dann zu erwarten, sollten eben positive Zahlen aus den USA kurzzeitig verlauten oder beziehungsweise sollten Daten wie erwartet veröffentlicht werden. Wie gesagt, dann könnte sich solch eine Gegenbewegung abzeichnen. Gleiches gilt natürlich auch für Gold. Ja, da sehen wir jetzt allerdings auch, also die Squeeze-Bewegung setzt sich weiter fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wenig überrascht, ehrlich gesprochen, dass es zu solch einer jetzt dramatischen Entwicklung kommt. Die Schulterkopf-Schulter-Formation, die hatten wir ja schon mal zum Thema gemacht. Und die war ja auch eine Zeit lang noch ein Thema. Aber ich sagte dann, sobald wir hier über 1310 laufen, dann sind eigentlich zügig weitere Gewinne einzukalkulieren, die uns mindestens bis 1325 führen. Das war tatsächlich sogar schon hier dann am Montag der Fall. Ja, also das heißt, wir sind Montag in die Handelswoche gestartet, wir sind über 310 gelaufen und sind dann innerhalb eines Handelstages genau dieses Prozent auf der Oberseite noch gelaufen, welches uns eben bis 1325 geführt hat. Und auch das war eigentlich nur ein Zwischenziel. Ja, in meinen Betrachtungen habe ich gesagt, das ist ein Zwischenziel auf dem Weg dann eigentlich in Richtung der bis dato Jahreshochs. Und genau diese Bewegung sehen wir jetzt auch hier sich nochmal weiter beschleunigen. Das ist natürlich folgerichtig, ehrlich gesprochen. Wir haben mit Gold ein auch sehr zinssensitives Asset. Das heißt, sie sind negativ korreliert zum Dollar, japanischen Yen. Ich will das vielleicht mal ganz kurz zeigen. Das ist ganz, ganz interessant vielleicht. Und zwar, ich habe in meinem ersten Buch damals, Forex Trading, habe ich eine Grafik gehabt, die die Korrelation des japanischen Yen zum Zinsmarkt eben zeigt. Und
Das Buch ist 2014 erschienen. Das heißt, man wird jetzt gleich sehen, dass diese Grafik dann folglich 2014 hier schon endet. Aber na, nichtsdestotrotz ist die Korrelation weiterhin gegeben. Also, man kann hier in Grau erkennen, Dollar japanischer Yen, und dann in Orange die 10-jährigen Zinsen US-amerikanischer Schuldtitel. Der Grund dafür ist auch relativ einfach, in Anführungsstrichen. Der japanische Yen ist ja bekannt als sogenanntes Finanzierungsvehikel für Carry Trades. Und das bedeutet also etwas anders formuliert, dass wenn du nach Rendite suchst, dass eben du dir billig in Anführungsstrichen Geld leihst und dieses dann in höher verzinste Anlagen eben transferierst. Und in Zeiten finanzieller Unsicherheit, wo Rendite kein Thema ist, sondern der Sicherheitsgedanke und wo du eher in Cash zurückgehst, beziehungsweise wo Risikoaversion eben einsetzt, und du dann eben Kapital aus spekulativen Investments, wie zum Beispiel Carry Trades, zurückziehst, dass es dann eben zu Kapitalrückflüssen in diese sogenannten Finanzierungsvehikel kommt. Also tatsächlich ist der japanische Yen weniger eigentlich ein sicherer Hafen als eben der klassische Carry Trade-Finanzierer. Und der sieht in Zeiten finanzieller Unsicherheit, wo eben Carry Trades rückabgewickelt werden, also Risk Off, wenn Aktienmärkte unter Druck geraten, beziehungsweise Volatilität steigt, dann sieht eben der japanische Yen infolge dieser Kapitalrückflüsse auf. Wertungen. Und das spiegelt sich eben sehr, sehr gut an, auch hier in dieser Rendite wieder, weil nämlich natürlich solche Carry Trades japanische Yen leihen und dann transferieren in höher verzinste US-Schuldtitel, weil natürlich die Bonität US-amerikanischer und japanischer Bonds gleichzusetzen ist. Das ist dann eben der Grund dafür, weswegen es hier zu dieser Korrelation eben tatsächlich kommt. Und das gilt für Gold natürlich genauso. Gold ist ein zinsloses Investment, ja, oder ein zinsloser Hafen, ein sicherer Hafen, der eben in Zeiten fallender Zinsen, also das heißt, wenn eben Risikoaversion in den Markt kommt und dann eben tatsächlich Zinsen eher Rücksetzer sehen und sichere Häfen angesteuert werden, also Bonds gekauft werden, dass dann natürlich auch Gold profitiert und umgekehrt. Also in Zeiten, in denen der Zins steigt, ist es eben tatsächlich so, dass Gold unattraktiver wird, weil natürlich dann ein Investment in einen höheren zinsversprechenden Asset wesentlich attraktiver ist als in Gold, wo du im Grunde genommen nur den Barren im erweiterten Sinne jetzt im Keller liegen hast. So, und dann ist es eben tatsächlich so, dass man hier eine sogenannte negative Korrelation hat. Also sprich, der Dollar-japanische Yen ist negativ korreliert zu Gold und umgekehrt. Ich will das vielleicht auch mal ganz kurz hier zeigen. Expert-Advisor, mal gucken. Wir können uns das nämlich auch hier mit dem Korrelationsmatrix angucken. Ich hoffe, dass das jetzt relativ. Oh, Moment. Wir machen es anders. Den können wir zumachen. Mini-Terminal. Nee, Mini-Terminal, ich brauche ich nicht. Verzeihung. Korrelationsmatrix da. Ja. So, und dann gucken wir mal kurz. Ja. Kann man das auch relativ gut erkennen? Ja, perfekt eigentlich schon. Da haben wir schon Dollar, japanischer Yen und Gold. Und wir sehen das hier über die letzten 500 Kerzen, über die letzten 1000 Kerzen. Gucken, das musst du jetzt natürlich erstmal kalkulieren. Es dauert und dauert. Ja, ich lasse es einfach mal laufen. Ja? Ich lasse es einfach mal laufen. Sobald es aufgeploppt ist, ziehe ich das wieder in die Mitte. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass man eine gemeinhin negative Korrelation der beiden Märkte hat. Also das heißt, das, was wir im Dollar-Yen auf der Unterseite jetzt sehen, sehen wir folglich in Gold auf der Oberseite. Und genau hier ist es auch so, dass die Devise lautet eigentlich buy the dip. Also sprich Rücksetzer gegen den Bereich zum Beispiel um 1310 oder auch etwas tiefer hier um 1303 sind relativ attraktive Einstiegsbereiche. Das einzige Problem, was du jetzt im derzeitigen Umfeld hast, dass es zu einer sehr trendstabilen Entwicklung kommt. Also sprich, wir sehen in diesem Zusammenhang eben tatsächlich, dass wir ja, eine enorme Trendstabilität eben sehen und der Markt nicht rücksetzt. Also das heißt, eher konsolidiert und dann nochmal zu einem Schub auf der Oberseite ansetzt, nachdem es dann zu einer kurzen Verschnaufpause eben beispielsweise gekommen ist. Nichtsdestotrotz, jeder Datensatz, der aus den USA jetzt veröffentlicht wird, nach dem gerade skizzierten Szenario,
wonach eben vielleicht es mal zu einer positiven Überraschung eines Datensatzes kommt, ist natürlich gut, eine solche Korrekturbewegung eben tatsächlich zu initiieren. Ergänzend hierzu kam gestern auch noch eine andere interessante Thematik, wobei allerdings erstmal abzuwarten bleibt, ob wir da zeitnah eine Reaktion eben erwarten können. Gestern lief nämlich etwas über den Ticker, eine Information hier, also FX Macro, das ist ein Hedgefund-Trader unter anderem, der auch im Mikro fundamentalen Bereich sehr, sehr gute Einschätzung eben tatsächlich dann twittert. Und der hat gestern was geschrieben, da fehlt 1 Million. Also, aber das war mir initial klar, dass wir nicht ja von 57 Dollar sprechen, sondern von 57 Millionen. Und zwar hat die Deutsche Bank wohl mit Venezuela ein Swap-Geschäft gemacht. Und das bezog sich auf einen Gold-Swap. Und jetzt ist es eben so, dass Venezuela eventuell auch infolge der jüngeren Vergangenheit und der Volatilität, wie dort, nicht Volatilität, sondern der politischen Unsicherheiten und auch der wirtschaftlichen Entwicklung dort, dass wir dort eben jetzt ein Default auf diesen Swap gesehen haben und dass die Deutsche im Grunde genommen jetzt hier im Gegenwert von 57 Millionen auf einer Goldposition sitzt. Und infolge der jüngeren Vergangenheit darf davon, also der Entwicklung rund um die Deutsche Bank generell, darf dann, sollte dieses Gerücht stimmen, davon ausgegangen werden natürlich, dass die Deutsche diese Position eben wahrscheinlich auflöst. Und also um Liquidität eben dann auch zu erhalten, die dringend benötigt werden dürfte vor dem Hintergrund der jüngeren Entwicklung im Aktienkurs. Und dann ist es eben so, dass wenn die Deutsche erwartet werden darf, 57 Millionen an Gold auf den Markt zu kippen, dass das natürlich Auswirkungen auf den Goldpreis haben dürfte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich erstens nur ein Gerücht, aber eins, was eben zu berücksichtigen ist und was einem dann auch so natürlich perfekt dazu passen würde, wenn wir eben hier eine Korrekturbewegung eben erwarten. Eventuell spekuliert die Deutsche auch jetzt infolge dieser Entwicklung zunächst einmal darauf, dass die Position sich noch weiterentwickelt und wir sehen zunächst einmal nur einen kurzen Test oder vielleicht spekuliert man darauf, dass es hier einen kleinen Spike auf der Oberseite gibt und dass wir eben dann in den Bereich eben hier der Jahreshochs vorstoßen, wo natürlich erwartet werden darf, dass durchaus einige Käufer in den Markt streben, in die du natürlich dann am liebsten deine Position verkaufen möchtest. Also das heißt, etwas anders formuliert, du schaffst es dann in diesem Moment hier eine erhöhte Nachfrage, ein Angebot reinzustellen, was eben dann nicht unbedingt dazu prädestiniert ist, hier in solchen Aufwärtsbewegungen Drop zu sehen, sondern wir squeezen im Grunde genommen in diese Hochs hinein und sehen da eine Umverteilung in diesem Bereich. Also das könnte durchaus auch eine Möglichkeit eben tatsächlich darstellen. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall etwas, was zu berücksichtigen gilt. Oder anders formuliert, worum es mir vor allem geht, ist nicht irgendwelche Szenarien zu formulieren, wonach Gold jetzt einknicken könnte oder diese Bewegung sich als nicht nachhaltig herausstellt, sondern ich suche nach potenziellen Triggern, die in der Lage sind, eine Korrekturbewegung in attraktive Bereiche für dann Long-Positionen eben auf den Weg zu bringen. Und das wäre zum Beispiel auch solch eine Entwicklung jetzt rund um die Deutsche und diesen Goldswap eben mit Venezuela. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass die Situation sich auch hier in Gold weiterhin sehr, sehr interessant darstellt. Nach dem Überwinden jetzt der 1325, denke ich mal, haben wir auch ein realistisches Potenzial, noch die letzten paar US-Dollar pro Feinunze auf der Oberseite zu sehen, besonders wenn Zahlen aus den USA übrigens enttäuschen. Also das sollte man ja auch in Betracht ziehen. ASM Non-Manufacturing bereits zuvor heute 14:15 Uhr ADP, spätestens Freitag Non-Farm Payrolls sind durchaus in der Lage, wenn sie enttäuschen, eben nochmal kurz diesen Schub auf der Oberseite zu initiieren, die dann Gold auch auf neue Jahreshochs bringt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich eben in diese derzeitige Bewegung zunächst mich nicht long positionieren möchte, sondern entweder eine Konsolidierung abwarte und dann auf die nächste Squeeze-Bewegung spekulieren möchte oder aber, wie gesagt, der Rücksetzer auf die 310, 303 eventuell stattfinden und diese Bereiche dann als attraktive Einstiegsniveaus eben sehe. Und ja, also in Bezug auf eben die Fed-Politik und diese Entwicklungen, die zinstechnische Komponente, wie gesagt, sind die Märkte, die es aktuell hier zu berücksichtigen gilt, ganz klar natürlich Dollar, japanischer Yen und Gold. Euro eher nicht so, auch wenn das jetzt im ersten Moment zunächst einmal danach ausschaut, als wenn wir eben hier ja, einen potenziellen Boden gefunden haben. Das kann sich morgen schon wieder komplett anders darstellen, dieses Bild. Also morgen, ich sehe übrigens gerade hier, ich glaube, ich mute ihm etwas viel zu aktuell. Also man glaube mir einfach, diese Korrelation,
man kann sie hier schon bereits erkennen. Ja, sie ist nicht in Stein gemeißelt, aber Fakt ist auf jeden Fall, minus 65 bedeutet eine negative Korrelation über die letzten 500 Handelstage, die sich mit noch längerer Kurshistorie noch mehr in Richtung mindestens minus 80 eben annähert. So, jetzt macht das mal wieder zu. Also Euro, US-Dollar, morgen werden da die Karten komplett neu gemischt mit der EZB-Leitzinsentscheidung, von der grundsätzlich nicht wirklich was erwartet werden sollte. Viel interessanter wird eben das sein, was werden wir in Bezug auf die sogenannten TLTROs zu sehen bekommen. TLTROs, das sind sogenannte Targeted Long-Term Refinancing Operations. Targeted Long-Term Refinancing Operation hört sich komplizierter an, als es ist. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Liquidität, die Banken zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird, und zwar mit dem Ziel, die Kreditnachfrage eben besonders im Kredit im privaten Sektor eben anzukurbeln. Und wie auch gerade eben schon gesagt, das ist nicht das erste Mal. Das hat es schon in 2011, 2012 gegeben. Das hat es dann auch schon mal in, oh Mann, jetzt muss ich gucken, 2015, 16. Parallel auf jeden Fall zum QE-Programm hat es das auch schon gegeben. Und jedes Mal haben diese TLTROs nicht die Kreditnachfrage auf den Weg gebracht oder angekurbelt, wie das ursprünglich geplant war. Und auch diesmal ist nicht unbedingt davon auszugehen. Dafür ist einfach die politische Unsicherheit, besonders in der Europäischen Union, eventuell auch jetzt nach der Europawahl, einfach zu groß. Das Vertrauen auch in die Politik und dass die nachhaltige Lösung in der Lage sind zu formulieren für die gesamte Europäische Union und die wirtschaftliche Aussicht, eben das Vertrauen in die Politik ist einfach schlichtweg nicht gegeben. Und genau das ist eben eine ganz wesentliche verhaltensökonomische Komponente, die hier in diesem klassischen keynesianischen Modell, welches die EZB im Grunde genommen verfolgt, keinerlei Berücksichtigung findet und weswegen sie mit ihren immer weiteren geldpolitischen Lockerungen und ihrem immer günstiger zur Verfügung gestellten Geld keinerlei positive Effekte wirtschaftlicher Art eben in der Lage sind, auf den Weg zu bringen. Das ist mit einer auch der Gründe übergeordnet, weswegen ich mit Long-Engagements im Euro grundsätzlich schon meine Schwierigkeiten eben tatsächlich habe. Was jetzt morgen eben ganz interessant sein wird im Zusammenhang mit diesen TLTROs, wird sein, zu welchem Finanzierungssatz werden die in den Markt gegeben. Und aktuell wird eben dort erwartet, dass sie mit minus 0,2% verzinst sind. Also das, was ich gerade schon sagte, wenn du 100 Millionen im Grunde genommen aufnimmst, zahlst du 99,8 Millionen zurück. Also das heißt, kriegst im Grunde genommen im erweiterten Sinne, kriegst du Geld geschenkt. Und das zeigt dann auch schon die verfahrene Situation relativ gut, fängt sie ein. In welchem Dilemma sich die EZB wieder findet. Fakt ist auf jeden Fall einmal, und in diesem Zusammenhang will ich das mal ganz kurz hier zeigen. Ich mache jetzt mal die FED hier zu. Fakt ist auf jeden Fall, wir dürfen realistisch ausgehen, dass die EZB sich morgen verhältnismäßig expansiv äußern wird. Also sprich, sie wird irgendetwas kommunizieren, was das Ziel verfolgt, den Euro zu downtalken, also das heißt, dass das Wechselkursverhältnis eben des Euros nach unten zu korrigieren in irgendeiner Form. Das hat sicherlich zum einen einen Grund darin oder findet einen Grund darin, dass eben der Handelskonflikt zwischen den USA und China die nächste potenzielle Eskalationsstufe jetzt vor einigen Wochen bereits erreicht hat. Letzte Woche Freitag dann Donald Trump Importzölle auf mexikanische Güter verhangen hat. Wir erinnern uns dran, da gab es eigentlich eine solide Basis für ein geschäftliches Miteinander, so kann man es vielleicht ganz gut bezeichnen. Nachdem sich ja hier bezüglich eines neu verhandelten NAFTA-Abkommens, also zwischen den USA, Kanada und Mexiko, dieses nordamerikanische Handelsabkommen, dass man sich dort ja schon geeinigt hatte. Und nichtsdestotrotz findet Trump eben offensichtlich die Problematik weiterhin als gegeben oder er sieht es als absolut inakzeptabel an, dass diese angebliche illegale Einwanderungswelle, die dort an der
nicht südamerikanischen Grenze, sondern an der zum Beispiel texanischen Grenze zu Mexiko eben weiter anhält. Und diese illegalen Flüchtlingsströme, die dort angeblich seiner Argumentation nach stattfinden sollen, solange diese nicht eingedämmt werden, würde man jetzt eben stückweise eben dann Importzölle eben anheben. Was aber auch immer die Motivation ist, es zeigt auf jeden Fall einmal, dass niemand davor gefeit ist, trotz irgendwelcher mündlicher Abkommen oder Zugeständnis oder sonst dergleichen, dass dort nicht ebenfalls er dann früher oder später Opfer des Twitter-Zorns des US-Präsidenten wird und in diesem Zusammenhang dann eben auch hier Importzölle zum Beispiel, besonders in Bezug auf Europa, auf europäische Automobile zum Beispiel verhangen wird. So, und das wiederum ist natürlich etwas, das schwebt wie ein Damoklesschwert über den Markt und da muss man auch im Sinne dann der europäischen Wirtschaft mit Sicherheit, muss man frühzeitig auch antizipieren, dass ein solcher Schritt eben tatsächlich stattfinden könnte, eine solche Ankündigung und infolgedessen versuchst du natürlich dann eventuelle negative Effekte, begünstigt durch Importzölle, eben dahingehend abzufedern, dass du eben dein Wechselkursverhältnis deiner Währung eben, also deine Währung abwertest. So. Und das ist zum einen Punkt 1, den ich als möglichen oder ganz wesentlichen Treiber auch sehe, weswegen ich die EZB eher dovish erwarte. Ergänzend hierzu kommen aber auch gestrige Inflationszahlen, die veröffentlicht worden sind, unter der Erwartung. Annualisierte Inflationsrate in der Eurozone ist gestern mit 1,2% für den Monat Mai veröffentlicht worden, gegen 1,3% erwartet und deutlich unter den 1,7% aus dem Vormonat. Das kann man hier relativ gut offensichtlich erkennen. Finalisierter Datensatz, den gibt es dann in 2 Wochen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben tatsächlich so, diese Entwicklung, also diese jetzt wieder abnehmende Inflation und sich deutlich auch offensichtlich unterhalb der Zielmarke von 2% seitens der EZB stabilisierende Inflation, ist ebenfalls ein ganz wesentlicher Treiber noch einmal, der hier dazu beitragen sollte, dürfte, dass die EZB sich expansiv eben äußert. Mal jetzt auch ganz unabhängig zum Beispiel von dann diversen auch Unsicherheiten oder nicht Unsicherheiten, wie soll man das besser formulieren? Nicht Unsicherheiten, sondern Spannungen. Spannungen zwischen Italien und ganz besonders Brüssel eben tatsächlich, die natürlich auch dann dazu führen, dass wir, ja, offensichtlich hat sich da gerade jemand vor meiner Haustür. Musst du umparken? Ja, es ist faszinierend, vor allem, weil das Witzige ist ja, da ist halt eine Baustelle, ne, was ja in Ordnung ist und das kann auch jeder sehen und jetzt steht wahrscheinlich gerade irgendwie ein LKW auf der Straße, ja, der gerade irgendetwas entladen wird und weil besonders Berliner Autofahrer ja über einen extrem hohen Intellekt verfügen, ja, stehen die dann dahinter, sehen dieses Auto da ausladen, sehen, dass da etwas stattfindet und müssen dann die ganze Zeit hupen, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Aber gut. Also auf jeden Fall diese Spannung auch zwischen Italien und Brüssel, also Rom und Brüssel, die sich dort eben abzeichnen. All das sind alles mögliche Gründe, die versucht, die EZB vielleicht so ein bisschen dahingehend zu konterkarieren, auch wenn sie natürlich immer wieder darauf verweist, wie wichtig es ist, eben tatsächlich, dass die fiskalpolitischen Maßnahmen, die ergriffen werden, ebenfalls nötig sind und auch natürlich Reformen, die durchzuführen werden haben, dass man sich nicht nur auf die Geldpolitik verlässt. Das ist übrigens ganz interessant, warum ich das jetzt hier auch erwähne oder warum ich jetzt gerade denken muss. Gestern hat die australische Notenbank den Zins gesenkt. Das hat jetzt keine großen Volatilitätssprünge gehabt, aber der RBA-Governor Lowe, der hat in seinem Statement genau das Gleiche formuliert. Auch der klare Kommunikation dahingehend, dass er sagte, er erwartet dann aber auch von der australischen Regierung entsprechende Schritte, die dann ebenfalls wirtschaftswachstumspositive Auswirkungen eben tatsächlich haben und sich nicht nur hier darauf verlassen wird, dass lockere Geldpolitik seitens der Notenbank eben eventuelle konjunkturelle Dellen, so nennen wir sie jetzt mal, eben in der Lage ist, auszumerzen. Und genau das Gleiche hatte die EZB diverse Male kommuniziert. Nichtsdestotrotz
habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die EZB dort jetzt auch besonders in Bezug eben auf den Handelskonflikt, den sich abzeichnenden weitere Eskalationsstufen zwischen den USA und dann auch der Eurozone, dass die EZB dort ein bisschen in die Pflicht genommen wird, eben dann auch über das Wechselkursverhältnis Euro-US-Dollar eben zu intervenieren. Also in Summe bleibt auf jeden Fall, dass wir morgen von der EZB realistisch erwarten sollten, dass sie sich sehr, sehr expansiv entsprechend äußert oder positioniert, was natürlich dann auch relativ gut hier offensichtlich zeigt, weswegen ich Long-Engagements im Euro nicht wirklich favorisiere, sondern eher davon ausgehe, dass wir uns aus diesen Gefilden um jetzt aktuell 12,60 nochmal in Richtung der 1,11er-Region eher bewegen. Wobei natürlich aber auch dazu sagen ist, wir haben jetzt hier weiterhin eigentlich einen neutralen Korridor, in dem wir traden, zwischen 1,11 nach unten und 1,13, 13,30 eben nach oben. Und solange wir in diesem Bereich traden, ist das grundsätzlich auch neutral zu sehen. Ich muss allerdings sagen, vor dem Hintergrund des gerade geschilderten, eher mit bärischer Tendenz, weil alles in allem habe ich nämlich das Gefühl, dass wir hier auch ja, eine verhältnismäßig schwache Reaktion eigentlich des Euros auf diese US-Dollar-Schwäche, die wir sehen, derzeit eben zu sehen bekommen. Also der Euro kann davon nicht wirklich profitieren, anders als beispielsweise der Dollar oder der japanische Yen zum US-Dollar eben hier mit einer relativ klaren Abwärtsbewegung eben. Und das unterstreicht, glaube ich, relativ gut, dass wir hier eher uns auf der Unterseite orientieren sollten, was natürlich Makulatur wäre, spätestens dann, wenn wir über 1,15 laufen, wahrscheinlich aber schon ein bisschen aggressiver, wenn wir die 1,13er-Region eben zurückerobern. So, ja, das wäre es jetzt erstmal dann für die EZB und auch die Fed eben tatsächlich gewesen. Ich hatte letztes Mal, vor 2 Wochen war es, noch was versprochen und das will ich an der Stelle natürlich auch halten. Und zwar hier noch einmal konkret dieses saisonale Pattern zu thematisieren zum Nasdaq, nämlich und zwar beginnend ab dem heutigen Tag zum Schlusskurs. Also sprich ab heute 22 Uhr, oder, ja, 21:59 Uhr eigentlich, da laufen wir in einen Short-Pattern, was sich über den gesamten Monat Juni erstreckt, historisch wie die letzten 19 Jahre mit einer Trefferquote von 79%. Also das heißt, in 15 von 19 Jahren haben wir hier Abschläge gesehen, im Schnitt 95 Punkte. Wenn es weiter aufwärts ging, dann war der durchschnittliche Verlust eben 41 Punkte. Der maximale Verlust lag bei 74 und die maximale Aufwärtsbewegung, also der maximale Drawdown, der da gelaufen ist, waren 117 Punkte. Aber in Summe muss ich sagen, besonders jetzt auch nachdem wir hier unter den 100er DMA gefallen sind, also nee, Entschuldigung, 50er, das ist ein 50er Exponential Moving Average. Ja, ist ein sehr interessanter auch Trendfilter, der auch in der Vergangenheit, das kann man relativ gut erkennen, wenn man hier mal ein bisschen reinzoomt, immer als Unterstützungsregion zumindest mal sehr, sehr gut funktioniert hat, beziehungsweise in Fällen, dass es dort zu einem Bruch kam, wie dann hier zum Beispiel im dritten Quartal, vierten Quartal, Verzeihung, 2018 im Oktober, dass wir den dann als Widerstandsregion auf der Oberseite akzeptiert haben. Und Fakt ist, dass wir hier durch die Abschläge jetzt seit im Grunde genommen Anfang Mai unter diesen 50er EMA gerutscht sind. Und das ist schon mal ein erstes bärisches Signal, was relativ gut auch in dieses saisonale Muster eben tatsächlich hineinpasst. Und ja, wo wir dann eben in dieser Konstellation sagen dürfen, Rücksetzer, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, wahrscheinlich eher favorisiert zu shorten. Passt auf jeden Fall in dieses saisonale Pattern relativ gut rein. Potenzieller Short-Trigger, vielleicht hier der Bereich so um 7.270. Das wäre natürlich so ein Bereich, müsste man mal abwarten, ob der heutige Kursverlauf uns noch in diese Gefilde eben trägt. Das wäre so eine Region, in der ich dann Shorts auch aus rein markttechnischer Perspektive hier in Betracht ziehen würde. Stop wahrscheinlich legitim über 7.600 hier oben. Also da sieht man auch, das passt relativ gut auch in dieses Pattern generell hinein. Da haben wir einfach mal 400 Punkte, 500 Punkte Stop, ja, der auch ausreichend volatilitätstechnisch bemessen sein dürfte. Und ja, das anzuvisierende Ziel auf der Unterseite mindestens nochmal die 6.900er Region, eventuell sogar tiefer. Und das gilt eben ganz besonders auch dann, wenn das am Montag
nicht nur eine Eintagsfliege war im FANG-Sektor, sondern eben auch sich vielleicht weiter etabliert. Und das ist mal ganz wichtig, auch im Zusammenhang mit dem Nasdaq natürlich zu erwähnen. Apple spielt jetzt auch besonders im Handelskonflikt eine enorme Rolle eben tatsächlich. Bis jetzt sind noch keinerlei Gegenmaßnahmen seitens Chinas in Bezug auf den Handelskonflikt, in Bezug auf Huawei und dergleichen kommuniziert worden. Das steht noch aus, ist auf jeden Fall eine ernstzunehmende Bedrohung. Und Apple hat eine 10-prozentige, ist von der Marke Kapitalisierung hat ein Gewicht von 10% Indexgewicht hier im Nasdaq. Das heißt, anders formuliert, wenn Apple 10% zurücksetzt, dann wäre das alleine schon gut für den Nasdaq 1% eben auf der Unterseite zu performen. Und das sollte auch auf jeden Fall noch mit in Betracht gezogen werden und spielt zudem auch aus der Perspektive in diesem saisonalen Zeitfenster sicherlich dann auch nochmal eine zusätzliche Rolle eben tatsächlich. Ja. Und das wäre es dann so meinerseits erstmal gewesen. Vielen Dank, Jens. Ja, vielen Dank an die Teilnehmer. Wird ja noch eine interessante Woche. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Jens, dir natürlich auch noch eine schöne, erfolgreiche Woche. Ihnen natürlich auch. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und Jens, wie immer, das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, viel habe ich nicht zu sagen. Happy Trading. Pass auf die Stops auf. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann wieder in, ich glaube, 3 Wochen. Richtig? Ja, 2 Wochen. 2 Wochen. Gut. Genau. Ja, ich freue Bis mich. dann. Ciao. Bis dann. Ciao.